Also es wird ja allenthalben gesagt, der Journalismus hätte versagt. Das sehe ich nicht so. Ich glaube, der Journalismus hat nur eine gewisse Entwicklung verschlafen. Herr Tietz, welchen Einfluss haben soziale Medien auf die politische Meinungsbildung? Einen großen Einfluss und vor allem einen immer größeren. Die sozialen Medien haben eine inzwischen ja so große Informationsfunktion, dass viele Leute ja mittlerweile auf klassische Medien oder auf den Zugang zu direkt klassischen Medien verzichten und sich über ihre Timelines, vor allem bei Facebook, aber eben auch bei Twitter, ihre News holen. Was bedeutet das für künftige Wahlkämpfe? Ich glaube, dass das auch in Deutschland und auch beim kommenden Bundestagswahlkampf eine große Rolle spielen wird, weil gerade radikale Parteien und radikale Strömungen viel besser verstanden haben, wie soziale Medien funktionieren und da enorm aufgeholt haben und die gar nicht mehr auf diese klassischen Medien und etablierten Medien setzen, sondern ihre eigene Wirklichkeit in sozialen Medien schaffen und dadurch auch immer populärer werden. Das, was Trump in den USA betrieben hat, auf Twitter, auf Facebook, kann man ja als digitalen Populismus bezeichnen. Glauben Sie, dass das der Preis ist für das offene Internet, den wir zahlen müssen? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das der Preis ist, den wir zahlen müssen. Ich glaube, dass Facebook und Google und Twitter und überhaupt alle Tech-Konzerne, die in diesem Metier unterwegs sind, sich alsbald irgendwas einfallen lassen müssen, wie sie diesem, ich nenne es jetzt mal Unheil, Einhalt gebieten. Da stehen auf jeden Fall die Firmen in der Verantwortung, so wie bisher die klassischen Medien auch in der Verantwortung standen, für Richtigkeit ihrer Artikel und Texte und Fernsehbeiträge und Radiobeiträge zu garantieren und zu stehen. So müssen das auch die Konzerne tun. Die müssen dafür sorgen, dass eben Falschnachrichten dort nicht mehr verbreitet werden können. Die müssen dafür sorgen, dass ausgewogene Timelines existieren und nicht nur ausschließlich algorithmusbasierte Timelines. Aber das ist ja nicht ganz unproblematisch. Also beim Rundfunk haben wir die Gremien, die unsere Inhalte auch kuratieren. Will man das tatsächlich IT-Größen überlassen wie Facebook und Google, ob eine Meldung jetzt wahr oder falsch ist? Naja, die müssen zumindest dafür sorgen, dass das geprüft wird, was in ihren über ihre Netzwerke veröffentlicht wird, so wie das klassische Medienanstalten ja auch machen. Und Mark Zuckerberg hat ja nicht umsonst angekündigt, mit Fact-Checking-Companies zusammenarbeiten zu wollen, um dieses Problem irgendwie in den Griff zu kriegen. Glauben Sie, dass der Sieg von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten den Journalismus, so wie wir ihn kennen, bisher in eine Sinnkrise gestürzt hat? Also es wird ja allenthalben gesagt, der Journalismus hätte versagt. Das sehe ich nicht so. Ich glaube, der Journalismus hat nur eine gewisse Entwicklung verschlafen. Also dass wirklich am Wahltag oder noch im Zuge der Wahlnacht die Social-Media-Zugriffe auf Seiten wie Breitbart deutlich höher waren als die auf die New York Times, das spricht ja Bände. Und das haben klassische Medien unterschätzt. Und ich glaube, wenn die etablierten Medien begreifen, dass sie mit ebenso einer großen Präsenz und mit ebenso einer direkten Ansprache an ihre Leser und Nutzer agieren müssen, wie das eben die neuen Rechten jetzt tun, dann hat der klassische Journalismus durchaus eine Chance.